Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chardon und ihr seht hier wieder Crash Bandicoot 2. Ja, wir gehen direkt mal ins nächste Level hier. Crash Dash heißt das Ganze. Wird vermutlich wieder hier, ne? Mit Rutschen kannst, kommst du manchmal schneller voran. Ja, wird vermutlich jetzt wieder so ein Chase-Level sein oder irgendwas mit Es gibt ein Level, wo man auf einem Polarbären reitet, aber ich glaube, das wird wieder so ein Boulder Dash-Kack, oder? Ja, das sieht nach Boulder Dash aus. Ja, Boulder Dash. Crash Dash heißt's, aber es ist Boulder Dash. Kennen wir schon aus dem ersten. Holy fuck! Shit! An die Minen konnte ich mich auch nicht mehr erinnern. Miese. Oh Gott, oh je, Jesus Christ. Ja, da haben sie sich dann was einfallen lassen, damit das Ganze ein Stückchen kniffliger wird, ne? Aber nur so ein ganz kleines Stückchen. Easy ausgewichen hier, gar kein Problem. Oh shit, da habe ich jetzt unabsichtlich die... Naja, egal. Sind ja nur ein paar Äpfelchen. Ups. Nee, da will ich am besten nicht reinlaufen. Hui. Oh, Nitro. Boom, boom, boom. Ja, das ist dem Stein scheißegal, ne? Dass der hier einfach über Nitro fährt. Das Arschloch. Oh, den brauche ich. Dankeschön. Oh, Bonus. Einfach mal. Achso, der fällt da eh runter. Alles klar, da hatte ich dann eh. Hätte ich eh chillen können. Ich dachte mir schon, ja. Hops. Gebt mir eure Äpfel. Ihr Schweine. So, was haben wir. Oh Gott. Huh. So, warten, bis das explodiert. Bumm. Perfekt. Okay. Na. 1, 2, 3, 4 und die 5 und 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4 und 5 und zack, perfekt. Huh, Glück gehabt, dass ich mir die Anzahl jetzt gemerkt habe, so spontan. Weil ich da komplett verkackt eigentlich, ne? Was ist denn hier? Oha. Oh, cool. Ah, Steinchen. Mienchen. Oh. Nee, danke, du. Kiste. Warte, das brauche ich. Jesus. Nee. Jesus, fuck. Ich will doch... Nein. Zu früh gestorben. Ah, Mann, da hätte ich jetzt einen Kristall bekommen fürs Nichtsterben. Scheiße, wieder verkackt, weil ich einmal zu früh springe. Das ist doch scheiße. Ja, aber wenigstens hier alle Kisten mitnehmen. Oh Gott. Oh, uff. Hölle. Ja, eigentlich kommt man da ganz leicht drüber, ne? Aber aus irgendeinem Grund. Ja, das Leben lasse ich mal da liegen. Oh, Jesus. What? Holy fuck. Puh, das war knapp. Dankeschön. Geh dann mal, ciao. Ah, das war gegen Ende dann doch schon ein Stückchen knapp, ne? So ein ganz kleines bisschen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ärgert mich aber trotzdem, dass ich da einmal gestorben bin. Das war komplett unnötig. Da müsste man auch nur Zeit... Ja, komm, Time Trial wäre jetzt eigentlich nicht so schwer zu schaffen in dem Level, ne? Muss ja... Ich meine, man läuft ja nur einen Weg geradeaus runter, wenn man nicht stirbt. Wäre das ja eigentlich easy, oder? Ripperoo! Kennen wir ja schon! Ist ein Boss! Den guten Ripperoo! Er sollte wirklich nicht mit Nitro-Kisten spielen. Du übrigens auch nicht. Ja, das, ist eine gute Idee. Oh! Er ist gebildet! Er hat sich weiterbilden lassen. Er ist aber immer noch wahnsinnig. Oh oh. Ja, okay. Muss ich jetzt einfach... Ach, der bleibt... Okay, ich muss dem... Okay. Das ist jetzt hier, ne? So, einfach warten, alles klar. Ich muss nur den Blöcken hier lang genug ausweichen. Ich laufe dem einfach mal so nach, ne? Ich meine, mit TNT ist es ja ziemlich easy. Uah!
Und dann muss ich die Nitro... Ja, genau. Ach, jetzt macht das so ein Muster. Alles klar, muss ich hier stehen bleiben, nehme ich an. Ja. Verpiss dich. So, einmal noch. Einmal... Oh Gott. Einmal noch das Ganze hier. Ich bleib hier. Und renn da runter. Sehr gut. Und jetzt noch die Nitro-Kiste und dann haben wir es geschafft. Oh, Jesus Christ. Wo kommst du hin? Bitte nicht zu mir. Oh oh. Tschüss. Ja, das war jetzt easy, ne? Erst einfacher als der im ersten Teil, aber wesentlich einfacher. Aber brutal viel einfacher, krass. Ich meine, im ersten Spiel war ja auch nicht schwer, nur halt mit dem Timing ein bisschen lästig. Musste man ja halt, ne, ein bisschen ausprobieren mit dem Timing, aber das war jetzt echt verdammt einfach. Hätte ich mir schwerer vorgestellt. So. Ja. Doktor? I did your thing? Doktor? Doktor! Achso, hoch! Alles klar. Ich hab da irgendwie drauf gewartet, dass man jetzt hier... Was denn hier? Da, da bist du jetzt, ne? Da bist du jetzt! Wie ich sehe, war Ripper Roo wieder mal keine echte Herausforderung. Nee. Aber kommen wir zur Sache. Es sind noch Kristalle zu sammeln. Genau. Und es wird eine Macht entstehen, die Erde zerreißen kann. Aber wenn man sie richtig einsetzt, können die Kristalle die Energie aufnehmen und eindämmen. Ja, alles klar. Crash, bist du was? Da? Ja, ja, ich das bin ich, ja. Ich habe nicht viel Zeit, dir das zu sagen, aber du musst vorsichtig sein. Cortex zu vertrauen ist sicher keine gute Idee. Ich kann die Verbindung nicht mehr lange offen halten. Crash, finde... Ja, ciao. Cortex zu vertrauen ist sicher keine gute Idee, das konnte ich mir auch schon vorher denken. Allerdings müsste ich für das andere 100% Runs machen und wie gesagt, das wird dann wohl im Nachhinein oder als Stream passieren, wenn es denn gewünscht ist. Ansonsten mache ich es halt nicht oder beziehungsweise mache ich es privat, ohne das Ganze aufzunehmen. Kann ich auch machen. Scheiße. Natürlich genau wieder die untere Kiste zerstört, wie ein Profi. So, ich hätte ganz gern, Dankeschön. Die scheiß Pinguine hier, verpisst euch doch. Ups. Und, na komm. Beam me up, Scotty. Checkpoint, Ceilings was, nö. Verpisst. Ach, ich kann nicht gegen die... Ich muss über dich drüber springen. Weil du bist einfach unsterblich, alles klar. Hullabugga. Ups. Scheiß Igel hier. Ah ja, da bräuchte ich wieder so einen Scheiß hier, ne? Also kann ich es mir im Prinzip eh schon schenken, die Kisten zu sammeln. Oh Gott. Da muss ich sliden und springen. Eindeutig. So. Na, jetzt meine Güte! Junge, stell dich an! So, da muss ich. Wow! Fick dich! Oh, ich lebe noch. Dankeschön, Maske. Nein, nein! Na gut, ich kann sie sowieso. Oh, whoops! Checkpoint, ich kann es ja sowieso nicht schaffen, weil ich hier diese, ja fick dich doch, diese Bonus-Stage nicht machen kann, weil ich den Kristall nicht habe. Von daher, drauf geschissen. Ja, am Arsch hier. Ja, wenn ich es weiß, ist es nicht schwer, das zu überleben, ne? Tschüss. Ich sehe euch. Jetzt, mach doch hier. Alter. Provozier mich nicht, dankeschön. Nein! Da muss ich einfach straight durch.
Umdrehen ist er nicht mehr. Biss dich. Und jetzt. Gut, hier. Das ist so nervig, dass ich hier für einzelne Kisten den Sprung hier mache, also diesen Stampfsprung da machen muss. Hops und phew. Bonus Stage. Gibt's halt ein paar Leben. Ich meine, an alle Kisten komme ich sowieso nicht mehr, aber Leben sind Leben, ne? Shit! Okay, der Sprung. Beim Eis ist das ein bisschen komisch. Man fängt echt extrem langsam an zu rutschen. Und wenn man dann mal in Fahrt ist, ne, dann gibt's kein Halten mehr. Wow! Ja, das meine ich, ne? Genau das meine ich. Einfach mal krass drüber gesprungen, weil ich schon so schnell war. Oh, perfekt. Hopp. Nein! Ach man, das wird Jahre dauern hier. So. Da kann man irgendwie diese Aufknall-Animation skippen, indem man schon... Fick dich doch! Rast aus hier! Jetzt gib mir doch die Scheiße. Dankeschön. Wow! Knapp. Knappe Kiste. So, und jetzt... Aha, ich komme wieder rauf zurück. Easy. Ja, kam ich. Dankeschön. Ups. Alles meins. Ah, da müsste ich den Trick sowieso anwenden. Das wird, ist halt bei diesen älteren Spielen auch so ein Ding, ne? Du bekommst halt nichts gesagt. Da gibt's kein Tutorial dafür, dass der sagt, hey, du kommst auf höhere Klippen auch rauf, wenn du deine Stampfattacke machst. Nein, musst du einfach ausprobieren, musst du selber drauf kommen. Nicht so wie in den neuen Spielen, wo dir absolut jeder Shit gezeigt wird. Ich hatte eigentlich noch Kreis gedrückt, ich will es ja nur gesagt haben, ne? Verpiss dich und du verpiss dich auch. Oh, Checkpoint. Ist hier hinten was? Nee. Diesmal nicht. Verpiss dich mal. So, da hätte ich ganz gern die Äpfel. Ich brauche die fürs Leben, weil ich verrecke gerade unangenehm oft. So, da ist der Kristall. Dankeschön. Diese scheiß Pinguine hier. Und ein Leben für mich, sind wir bei 12, ist zwar nicht viel. Wenn ich mir so den letzten Teil anschaue, wo ich am Ende irgendwie 70 Leben oder so hatte. Oh Mann. Alter, der wird jetzt sterben. Der wird jetzt hier am Kistenhagel sterben. Tut mir leid, Crash. Tut mir echt leid. War nicht beabsichtigt, dass du jetzt auf diese Art und Weise langsam und traurig stirbst. Wollte ich echt nicht. Ach so, man sieht das ja gar nicht mehr, okay. Aus dem Ohr raus, das ist neu. Alles klar. Aircrash. Okay. Ich weiß, im dritten Teil konnte man mit einem Flugzeug rumfliegen. Eine Todesplattform erscheint, wenn du einen perfekten Lauf dorthin machst. Okay. Also ohne zu sterben, bis dorthin kommen, alles klar. Ja, im dritten Teil konnte man da gab es ein Level, wo man mit dem Flugzeug herumfliegt, aber ich bin nicht sicher, ob es das im zweiten Teil auch schon gibt. Hallo? Oh wow, das war unangenehm knapp gerade. Hallo? Oh, Doppelmaske, sehr schön. Die kann man immer brauchen. Uff, okay. 1, 2, 3. Hallo? Checkpoint. Und... Nee, verpiss dich, dankeschön. Warte, den nehme ich mit. So. Ab aufs Board. Ohne hier eine Mine zu aktivieren, im besten Fall. Ja, muss ich hier alles doppelt machen, warte. Zack. Wieder zurück. Zack. Warte, da warte ich bis die andere, genau. Hui.
Ja, nice, Nitro, ne? Okay, easy. Soweit, so gut. Warten. Shit! Oh, nein! So viel zum Perfekten. Da vorne, wäre das die Todesplattform gewesen? Nee, das ist noch da. Da habe ich das Ganze ein bisschen misjudged vom Timing her. Ja, wär's so einfach wär's, ne? Ja, so verkackt. Da vorne wäre, glaube ich, die Plattform dann gewesen. Ja, geh dann mal, ne? Ich bleib eh unendlich lang da, oder? Ich glaub schon. Ja, ganz easy. Ja, gar kein Problem. Zack und zack. Ah, da oben ist ein Leben. Ja, war einfach. Und da vorne die Todesplattform, die man jetzt gleich wieder sehen kann, die habe ich natürlich im letzten Meter verkackt. Wie ein Profi. Ups. Kristall. Na komm. Da wäre sie gewesen, glaube ich. 3, 4 und die 5 und zack und 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt, das Leben nehme ich mit und schau, Checkpoint. Ja, so geht's einem eben. Wie komme ich denn da? Gibt's hier eine Möglichkeit abzusteigen? Nee, ne? Da habe ich das jetzt echt verkackt hier. Kann ich hier irgendwie? Ich kann hier nicht mehr absteigen, oder? Nee. Ja, ciao. Warte. Das akzeptiere ich so nicht. Bringt mich um, ihr Schweine. Das akzeptiere ich nicht. Da will ich hin. Hopp. Geht doch. Ja. Nein! Springe ich halt daneben, so ein Shit. Hops. Hops und hops. Meine Äpfel. Dankeschön. Dankeschön. Alter! Jetzt hör mich auf, hier zu verarschen, bitte. Ich meine, hier gibt es eine Menge Äpfel. So an die 50. Hops. Und jetzt irgendwie. Okay, geschafft. Gut, jetzt noch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch, weil ich habe ja die Todesplattform verkackt, shit. Ob ich jetzt überhaupt noch alle Kisten bekommen kann. Ich vermute nicht. Hops, oh Mann. Die Mine hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Oh Jesus. Es ist doch scheiße, wenn da direkt hinterm Zaun eine verkackte Mine ist. Wenn man es nicht weiß, wie soll man denn bitte? Oh nee, 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 nee. Ich dachte, das geht sich noch aus, aber nö. Jetzt habe ich da die Kisten wieder. Ach komm, scheiß drauf. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Jetzt bekomme ich eh nicht mehr alle Kisten, also drauf geschissen hier. Wow. Das ging sich knapp aus. Dankeschön. So. Meine Fresse. Ja, da hätte ich sowieso nicht alle bekommen. Nicht mal ansatzweise, weil ich die Todesplattform verkackt habe. Naja. Passiert. Kann man nichts machen. Das Leben ist, wie es Leben ist, ne? Und da, aus dem Arsch gezaubert. Barret, ich glaube, das ist das Level, wo man auf dem Eisbären reitet. Was dürfte das sein, ja? Tipp, renne an, um auf Kosten der Steuerung mehr Tempo zu erreichen. What? Anlauf? Meinst du, Anlauf ist doch irgendwie logisch. So, jetzt kann ich springen und sprinten kann ich auch. So ungefähr. Oh, Jesus. Es ist im Prinzip eigentlich genauso wie das Wildschwein vom ersten Teil, Hog Wild, wenn sich noch jemand erinnert. Eigentlich exakt das gleiche. Nur halt mit dem Eisbär-Baby. Shit! Sterben. Absichtlich. Ich will die Kiste.
verpasse ich sie zum zweiten Mal, weil es ist doch scheiße hier. Danke, endlich. Habe ich zwei Leben für ein Leben geopfert. Aber geht ja im Prinzip darum, dass es eine Kiste... Fuck! Kiste ist. So, jetzt aber hier jetzt ernsthaft. Das kann doch nicht euer Ernst sein hier. Scheißdreck. Halleluja. Oh Mann, meine Nerven. Meine Nerven. Ups. Checkpoint, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist ein Check... Wow. Point. So, gib mir die ganzen Kisten, du Noob. Ups. Und, ja, komm, Checkpoint, Checkpoint. Yes. Oh, Jesus fucking Christ. Ja, komm. Alter. Jetzt mal ernsthaft. Ich hab schon nur auf X getippt. Ich hab's ja nicht mal gehalten. Ich hab einfach nur springen hier. Ganz leicht angetippt. Boah, Alter. Nee, das war schon ein Stückle knapp, ne? Nein! Ich will doch nur diese Scheißkisten. Bitte. Und ich opfere meine ganzen Leben für die Scheiße hier. Das darf doch nicht wahr sein. Eigentlich opfere ich meine Leben. Die gehen. Shit! Die gehen zum Großteil nur für die Kisten drauf, ne? Die gehen nicht mal fürs tatsächliche Sterben drauf. Natürlich ein paar. Aber der Großteil geht eigentlich nur. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst. Alter! Jetzt mal ohne Shit, ne? Ich verbrate echt meine kompletten Leben. Okay. Neuer Checkpoint wäre eigentlich. Yes, geht doch. Ah, da vorne ist das Ende? Warte. So nicht. Ja, und was hat das jetzt gemacht? Das weiß jetzt kein Schwein, ne? 45 von 45, passt schon. Hat wahrscheinlich irgendwelche anderen Kisten in die Luft gejagt. Halleluja. Dass ich das noch erleben durfte, dass ich das schaffe. Echt ein Wahnsinn. Der pure Wahnsinn. Ja, wir sind jetzt sicher 6-7 Leben draufgegangen für den Scheiß, ne? Das ist ja schrecklich. So. Hier, Kristall. Und... Kristall. Bitteschön. Oh yes. So. Crash Crush. Okay. Crash Crush. Ist das wieder so ein... Durch Rutschen kannst du einigen gefährlichen Hindernissen ausweichen. Wieder so ein Boulder Dash Level nehme ich an, oder? Hört sich zumindest so an. Ah. Ja, sieht stark danach aus. Ja. Eindeutig. Oh Jesus, ich wollte gerade in die Mine reinrennen. Warum auch immer. Dachte sich mein Hirn, hey, die Mine, die ist sicher gutartig. Rennst du einfach mal rein, ne? Klingt nach einem Plan. Oh Jesus! No! Oh Gott. Ich will doch nur schneller sein als der Oh, Checkpoint. Ah ja. Alles klar. Wow. Wo ist der Stein? Hallo? Wo? Ist ja irgendwie... Ey, warte. Irgendwie wenig herausfordernd ohne Stein, oder? Wie kann ich wieder hochlaufen? Das ist die... Ach so. Ah, hier geht's zu einer Bonus-Stage. Oder? Oder habe ich jetzt... Ach nee, da geht's einfach wieder da zurück, alles klar. Okay. Checkpoint für mich. Ups. Shit, lauf! Wow, jetzt bleibt er da auch noch hängen. Der Wahnsinnige. Ja, speed up, komm, gib mir. So. Ja, Nitro-Kisten, schön und gut. Alles meins hier, dankeschön.
Und wieder ein Checkpoint für mich. Und Speed up! Ja, der ist jetzt weit genug weg. Wow! Nee! Speed! Nee! Fuck! Speed! Mach jeden Speed einfach direkt in die Mine rein, ne? Fucking Genius. Ja, das geht sich easy aus jetzt. Hoffentlich. Oh, Bonuslevel. 2, 3, 4, 5. Hui! Was ist denn da oben? Hallo? Ach so, okay, alles klar. Ich verstehe. Hops. So. Gut, da oben sind jetzt Kisten, da unten sind natürlich auch Kisten. Erstmal hier. Zack und zack. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und deaktivieren. Hops. Und ja, 13 von 13. Easy. Gibt mir wenigstens wieder ein Leben, also zwei Leben sogar. Fast drei. Kann ich nach der scheiß Bär-Aktion echt brauchen. Und hier wieder ein Leben. Dankeschön. Kann ich halt echt brauchen. Das ist ja gerade das Traurige dran. Ich kann das echt brauchen. Oh wow, da habe ich die Kiste krass mitgenommen mit dem Boost. Einfach die Kiste umgerannt. Wow. Fick dich, Spiel. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Schon wieder exakt das gleiche. Exakt derselbe Fehler. Ich könnte kotzen. Direkt nach dem scheiß Boost halt hier, ne? Ja, springe ich drüber, fick dich. Ich vertraue diesen verkackten Boost-Dingern nicht mehr jetzt. Trust issues. Ich hab Kreis gedrückt, du dämlicher Vollhonk. Gut, ich probiere das jetzt nochmal hier mit dem Boost. Diesmal springe ich halt einfach, ne? Hops! Ich hasse dich, Boost! Ich hasse dich! Dieser Arsch-Boost, dieser hässliche. Hops, jetzt aber. Da weiß ich, da sind keine Abgründe, alles easy. So, der ist jetzt weit genug weg. Oh Gott. Oh Gott, der kommt. Ah ja, okay, ging sich aus. Alle Kisten wurden geöffnet. Easy. So. Scheiß Boost. Dieser scheiß Boost, ne? Ach, zum Kotzen. Echt zum Kotzen. Einmal auskotzen und einmal aus dem Arsch ziehen und jetzt der Siegestanz. Oh yeah. Gut Leute, das war's für den Part für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch und einen Kommentar da, würde mich wirklich sehr freuen. Und in diesem Sinne, ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.